Es ist Harry Kupfer. Und schnell rum! Ja! Völliger unprofessioneller Schwachsinn. Sowas kommt bei Kupfer überhaupt nicht vor. Komm hier, nach hier! Er hat doch immer für ein großes Maß von Sachlichkeit in der Regie auch gesorgt. Ja! Er ist total besessen. So, stopp mal! Mal. Meisters, ihr dürft aber nicht hier, die Männer. Ihr müsst erst ein Stückchen weiter noch und dann mogeln, nicht unentwegt in den Monitor starren. Dann kam die Flut und ich habe das im Fernsehen gesehen und habe dann mit meinem Team drüber gesprochen, also mit Bühnenbildner und Kostümbildner. Was können wir denn da machen? Ich meine, uns an der Spendensammelaktion zu beteiligen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nicht? Also hier sind Beträge nötig, die müssen von woanders herkommen, damit das Haus wieder funktionsfähig wird. Und die ganze Geschichte ist jetzt 2 Monate her. Das Wasser ist längst wieder abgeflossen. Man kann in Dresden ohne Gummistiefel herumlaufen. Man kann auch die Semperoper ohne Schlauchboot erreichen. Und da haben wir gedacht, wir bieten einfach an, da sie ja nicht im Haus nicht spielen können, irgendwo in der Stadt, wo es einen Raum gibt, eine Kirche, eine Fabrik oder eine Halle oder so, eine Inszenierung zu machen, wo wir also kein Honorar dafür nehmen wollen. Und es war mit Sicherheit eine Fügung, dass am selben Tag, an dem ich mich hier in der Manufaktur umgeschaut habe und überlegte, ob man da vielleicht was machen könnte. Ja, am nächsten Tag hatte ich den Anruf schon zurück vom Intendanten und er sagte, ob ich so schnell wie möglich nach Dresden, sie würden es gerne annehmen und freuen sich und sie hätten hier eben diese Manufaktur, diese VW-Manufaktur, wo der Phaeton gebaut wird und ich mir vorstellen könnte, da Theater zu spielen. Gut. Das habe ich in den 30 Jahren, die ich jetzt bei diesem Gewerbe bin, nicht erlebt und ich werde es wohl auch nicht nochmal erleben, dass zwischen Idee und Ortsbesichtigung und der ersten Probe weniger als 3 Wochen vergeht. Dann habe ich den Raum gesehen und solche Räume faszinieren mich. Wir haben das oft versucht, auf dem Theater nachzuempfinden, aber das geht doch immer schief, weil wir aus dem Guckkasten doch nicht rauskommen. Und habe gedacht, ja, entweder muss man hier den ganzen Ring vom Wagner spielen, das geht bloß nicht, oder man muss ein Stück finden, was also, sagen wir mal, diesen ja doch fast amphitheatralischen Charakter braucht, den dieses Haus hier oder dieses Gebäude einfach liefert. Hier hat man den Raum und nun muss man seine Inszenierung basteln, nicht? Also, dass man einfach sagt, jetzt, wie liegen Spannungsverhältnisse, wo sind Auftritte besser oder nicht so gut und wo lässt man Hauptszenen spielen und wie kriegt man die Dynamik des Raums in den Griff mit den Menschen. Wobei das auch bei dem Bühnenbild, was man erfindet, trotzdem immer noch ein Problem ist, nicht? Das eine ist Fantasie und dann kommt die Realität und dann muss man also im Grunde genommen diese Gesetze auch rausfinden und muss da mit umgehen können. Also das ist nicht so groß die Umstellung gewesen. Diese Schlampigkeit am Anfang ist ja wichtig, um den Sprung zu dem Moment hier zu kriegen. Oder was vorher in die Szene. Dass man das denkt, aha, ja, es ist so alles, es ist ja gar nicht so. Ja. Es ist Schale und darunter verbirgt sich was ganz anderes. Ist ausgezeichnet, Ulrike, prima. Ich meine, Carmen ist nun mal die Oper aller Opern. Und ich glaube, sie ist nicht nur dadurch so beliebt, weil die Musik ungeheuer populär ist und schmissig und die fährt einem ja also ins Rückenmark. Das und die lyrischen Momente und die dramatischen Momente sind ja eigentlich ideal gemischt. Also es ist nicht nur das Kulinarische, was also diese, sondern es ist der Stoff. Der Stoff ist so zeitlos und so wahrscheinlich jeden betreffend, denn es geht ja nicht darum, dass also ein Soldat eine Hure umbringt, sondern hier treffen zwei unterschiedliche
Menschen aufeinander unterschiedlichen Geschlechts, die so unterschiedlich in ihrer Lebenshaltung sind und ihren Verhaltensweisen. Der eine, der Mann, ist halt eben bürgerlich, ländlich, religiös erzogen und sie ist eine Zigeunerin in Freiheit geboren, die ohne Freiheit, fast eine Anarchistin, die ohne Freiheit nicht leben kann. Es war nach dem Krieg in Berlin so, dass eben viele Sänger aus dem Krieg, aus Kriegsgefangenschaft zurückkamen und die hatten kein Engagement und die haben solche wandernden Truppen gegründet und die haben in Kinos für die Schulen Opern gespielt. Und da sind wir also, ich war vielleicht 11 oder 12 Jahre alt, sind wir einfach unvorbereitet einfach dahin getrieben worden. Und ich weiß, das war der Barbier von Sevilla, von sinnigerweise als erste Oper. Und das hat mich einfach irgendwie gepackt. Ich fand das so absurd schön, dass da Leute eine Handlung singend vortragen. Außerdem konnte man fast die Melodien mitsingen, hat mir gefallen. Und von da ab bin ich eigentlich regelmäßig in die Oper gegangen. Erstmal immer dann wieder in diese Schulopern in den Kinos und dann natürlich in Berlin. Wir hatten ja dann da drei Opernhäuser, Staatsoper in West-Berlin, die Städtische Oper und eben das Felsenstein-Theater, die Komische Oper. Und da bin ich dann, jede Mark, die ich hatte, habe ich da hingetragen und habe eigentlich nur Schularbeiten gemacht und versucht, gute Leistungen zu machen, weil mein Vater mir für eine 1 Geld gegeben hat. Und Schularbeiten waren nicht wichtig, dass ich was lerne, sondern dass ich Geld verdiene, um ins Theater gehen zu können. Ne? In Halle. Und zwar, das war in meinem ersten Jahr, festes Engagement. Und da hatten die keinen Regisseur für die Rusalka. Der es machen sollte, hatte abgesagt und keiner hatte Lust, diese Märchenoper zu machen. Da habe ich gesagt, ich mache die auch ohne Geld. Und da haben die mir gegeben und es ging nicht schief. Und der Dirigent, der das dirigierte und so, der ging dann nach Stralsund und der sagt, willst du nicht mitkommen? Wir machen da oben was ganz Neues, ein junges Ensemble und so weiter. Und da bin ich mitgegangen und dann, ich war nur ein Jahr Assistent. Und dann habe ich oben in Stralsund, wie das damals war für mich natürlich, als Oberspielleiter, in der Stralsund, im Stralsund oben Oper gemacht. So und 3 bis 4 Inszenierungen pro Jahr und so ging das dann weiter. Der Kupfer hat sie kennengelernt, der hat sie gesehen in ihrer Halka. Und ich wusste, wer der Kupfer war. Ich wusste, dass der Kupfer ein sehr viel besprochener junger Regisseur war, denn die hatten mir alle in Stralsund schon erzählt. Ich sollte Cosi van Tutte machen, meine erste Mozart-Oper. Und ich finde, das ist eine sehr schwierige zu machende. Und wir hatten Sänger und für die Fiordilici hatten wir einen Gast engagiert und die sagte plötzlich ab, die war irgendwie krank oder konnte nicht. Und jetzt suchten wir eine Fiordilici und da haben sie die Marianne Fischer von der Staatsoper Berlin gefragt, weil die da oben irgendwann bekannt war und hat dort schon mal gesungen, ob die das nicht machen will. Die sagt, sie hat bloß die Arien drauf, aber sie lernt schnell, sie kommt und macht das, sie hätte auch Zeit. Ich weiß, er hat mich gefragt bei der Arie mit den Koloraturen, können Sie bei den Koloraturen eine Treppe runter? Ich sage, natürlich kann ich da eine Treppe runter. Mit diesem. Ja? Und ich bin also mit großer Freude auf diesen Koloraturen die Treppe runtergejagt, habe die Männer angepfiffen, diese Kerle, die da unten standen. Und wir waren uns so einig, er hatte einen. Und die Leute dort in Stralsund, die Sänger, die sagten immer zu mir, sie kommen von der Staatsoper, das ist ein Verrückter. Sie müssen das nicht, was der von ihnen verlangt. Die hatten keine Ahnung, wie mein Herz klopfte vor Freude, dass ich so spielen durfte. Naja, und ein paar Monate später war sie meine Frau. In Anerkennung der vom Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Professor Harry Kupfer, Berlin, das große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
der Bundespräsident Johannes Rau. 21 und ein halb Jahr war ich da fest engagiert. Ein bisschen zu lange, würde ich sagen, aber ich bin Berliner und die Stadt hat mir gefallen. Und da ich ja nie nur an der Komischen Oper inszeniert habe, sondern eigentlich immer noch viel im Ausland und woanders war und vor allen Dingen diese Doppellage mit der Staatsoper, dass ich also mit dem Daniel Barnbäum und mit Hans Schaver noch dort, also die 10 Wagner-Opern habe in den letzten 10 Jahren machen können. Dadurch konzentrierte sich das nicht so auf ein Haus und das wurde eben dadurch, glaube ich, auch nicht so langweilig. Ich war Anfang der 80er Jahre Regierender Bürgermeister im Westteil der Stadt. Damals hatte man immer mal wieder Gelegenheit, auch die Bühnen von Ostberlin zu besuchen. Also Kupfer kam aus Dresden nach Berlin? Der Name Felsenstein war jedem geläufig. Ja, das war ein bisschen schwierig. Also der alte Felsenstein, der lugt dir noch hinter jedem Vorhang durch. Harry Kupfer aber hat mit seiner Komischen Oper hier, mit der Konzentration auf Aufführungen der Opern in deutscher Sprache, mit seinem aus nur allzu verständlichen Gründen überaus treuen Publikum uns hier Beispiele von Inszenierungen gegeben, die uns vielleicht stärker miteinander verbunden hat in der geteilten Stadt Berlin als das meiste andere. 81 hat er also die Meistersinger gemacht. Und er wollte die Lehrbuben mit jungen Leuten von der Hochschule besetzen. Also nicht mit den Chorsolisten, sondern mit jungen Leuten. Und da hüpfte der eben wie ein Floh auf der Bühne um und spielte wie wild, aber konnte nicht. Und eines Tages kam Kowalski, mit dem ich als Tenor, der Tenor war, arbeitete und sagte zu mir, ich kann countern. Und da habe ich zu ihm gesagt, raus, ich kann die Kerle nicht leiden. Und er war irgendwie als Tenor wohl nicht so sehr glücklich. Und dann hat man irgendwann mal, kam er zu meiner Frau, die an der Komischen Oper damals sagen wir, die jungen Sänger betreute, gesangspädagogisch. Nun habe ich gedacht, also jetzt ist es ungerecht, wenn du dir nicht anhörst, warum er das will und wieso er das kann und weshalb er behauptet, er kann es. Und habe ihn mir vorsingen lassen. Und ich war so begeistert, wie ich noch nie begeistert war von einem, der mir als Counter vorgesungen hatte. Das sind beide meine künstlerischen Eltern. Das Inszenierungskonzept und die Rolle, das war ich. Das kam alles zusammen. Das ist so ein kleiner Junge aus dem Dorf. Kowalski so auf dem Dorf. War ich ja so ein Bauernjunge. Ganz naiv. Und der wollte nur mal schnuppern, wie die große Welt ist. Und fällt dabei ganz schön auf die Schnauze, weil er ausgenutzt wird von den Mächtigen. So wie das im Leben eben so ist. Ich möchte die Zeit nicht missen, weil eigentlich dieses Theatermachen mit Zweck und mit Ziel, das heißt auch mit einer politischen Absicht und dabei, sagen wir mal, überlegen müssend, wie kriegt man die Absicht auch ans Publikum?
Und mit diesem herrlich wachen Publikum, die ja jede geringfügige Anspielung im Grunde genommen verstanden haben und manchmal sogar die Flöhe haben husten hören, wo wir es gar nicht gemeint haben, doch irgendwas rausgelesen haben, was also anti sein konnte. Aber das war schon spannend. Wir haben ja manchmal bangend in der Premiere gesessen und haben gedacht, na, ob das ZK das erlaubt, ob die das rauslassen, ob die Zähneknirschen es uns gestatten, was wir da machen. Man musste bloß wissen, wie. Und zwar, ich hatte da gute Verbündete, zum Beispiel der damalige Intendant, der Professor Rackwitz, der ja lange Zeit also stellvertretender Kulturminister im Ministerium war, der hatte natürlich alle Tricks drauf, wie man also dem Ministerium also eine Konzeption schriftlich einreicht, wenn sie gefordert war, wenn die Lunte gerochen haben, dass da vielleicht irgendwas passieren könnte und wie man das geschickt verpackt, wen man mal zu einer Probe einlädt. Und so haben wir das eigentlich immer durchgekriegt. Er hat niemals einen angegriffen, aber er hat doch sehr, sehr für die Weltoffenheit immer gesprochen und nicht nur für eine Seite. Es wurde zweimal brenzlig. Das war beim Lier vom Aribert Reimann und bei der Zauberflöte. Der Lier von Reimann, die berühmte Geschichte mit dem Narren, das ist eigentlich eine Sprechrolle, die war besetzt mit Werner Enders. Und Enders klebte sich am Ende, wenn alles den Bach runtergeht, den Mund mit schwarzem Klebeband zu. Die Stimme der Vernunft war in diesem Staat nicht mehr zu hören. Das war schon ein hartes Stück. Und ich denke mir, dass die Leute, die da drin gesessen haben von der Regierung, auch nicht allzu erfreut waren. Aber auf der anderen Seite war der Kupfer natürlich so weit Welt anerkannt, oder weltweit, muss ich sagen, anerkannt, dass die DDR sich nicht, auch die Regierung sich nicht die Schwäche gab und sagte, das können wir nicht machen. Erste Begegnung mit Harry war Yennefer in Köln, Beginn eines ganzen Janacek-Zyklus. Mit dem Gerd Albrecht, ja, ja. Den habe ich dort kennengelernt und wir haben uns gleich wie zwei linke Latschen verstanden. Nicht? Das ist ein Theaterdirigent und der Theater will und der Theater musiziert. Und so ging dann unsere gemeinsame Arbeit in den Jahren in Hamburg dann weiter. Er war uns natürlich avisiert worden, auch avisiert worden als Bürger der DDR damals. Und ich muss sagen, wir haben sehr große Vorbehalte gegen ihn gehabt erstmal. Wir kannten ihn ja alle gar nicht. Und die Vorbehalte waren eben halt politischer Art, dass wir sagten, wir wussten ja, dass ausreisen durfte nur jemand, der also nun wirklich 150-prozentig war. Und dann brachte er auch noch seine Frau mit. Das war also uns dann schon irgendwie merkwürdig, weil wir ja dann auch gehört hatten, dass wenn schon einer ausreiste, dann wenigstens seine Familie da bleiben musste. Und dann brachte er auch noch einen Protégé mit, den Jochen Kowalski. Also es war ein kurzes Vorsingen, Gerd Albrecht kam her und im Zimmer und muss mal ein paar Takte hören, sagt, okay, du singst jetzt bei uns. Aber der Westen war neu für ihn. Ich weiß noch, bei seinem ersten Grenzübergang, der ist in Hamburg, ich habe ihn abgeholt am Bahnhof, der war totenbleich, wie er aus dem Zug gestiegen ist. Weil das für ihn, ich meine, der hat ja auch vor der Mauer West-Berlin insofern nicht gekannt, nicht, was für uns ja eigentlich noch üblich war. Also das war ja noch nahe. Ich habe es ja nicht geglaubt, das erste Mal im Westen, nicht wahr? Also, und ja, und ich kam dann da an und er holte mich vom Bahnhof ab, Harry Kupfer, und ich hatte kein Geld. Natürlich, 100 Mark haben sie mir mitgegeben, aber ich wusste noch nicht, dass im Westen alles so teuer war. Ich dachte, es ist genauso billig wie bei uns. Auch eine Erfahrung, die man dann gemacht hat. Und dann hat er mir erstmal Geld gegeben und ich muss wirklich sagen, zu meiner Schande, ich konnte in der ersten Woche nicht richtig probieren. Ich war so abgelenkt von allem, von der U-Bahn, von dem Verkehr, von den Auslagen in den Geschäften, von der Reeperbahn, es war ja in Hamburg, und von überhaupt von allem. Ich war unkonzentriert, ganz schlecht, habe mich nur geschämt, er war mit mir so sauer. Ja, das war eigenartig. Wir wollten einen Händel machen, weil auch der Gerd hat ja viel auf diesem Gebiet gearbeitet. Er hat ja also da einen speziellen Background auch zur Barockmusik. Und da haben wir gesagt, was machen wir? Eine übliche Händeloper, das wird überall gemacht. Das ist eigentlich, aber wie ist dann mit den großen Oratorien, die ja eigentlich Theater sind? Und ich habe schon immer mit geliebäugelt, aber nicht so speziell mit dem Belsazer, sondern ich wollte eigentlich immer die Matthäus-Passion machen.
und hatte da immer eigentlich auch konzeptionell im Hinterkopf, dass man das machen muss mit Menschen, die in einer großen Notsituation sind und aus dieser Not heraus eigentlich sich dem Werk nähern. Ja, und da ist dann daraus also die KZ-Situation in dem Belsazer geworden, die also, wie es ja in den KZs auch war, Aufführungen machen durften. Oder Aufführungen gemacht haben von klassischen Werken, von Opern und rein musikalischen Werken. Und daraus ist dann eben diese theatralische Form des Belsazer entstanden. Das war ja seine Idee, die Bühne langsam aufzufüllen. Ich auch, nicht im Frack, sondern so im Probenkleidung mit Probenhemd unter diesen Ghetto-Einwohnern und nach, ich glaube, es waren fast 10 Minuten, wir haben es dann beim Gastspiel in Israel ein bisschen verkürzt, ohne dass eine Note erklang oder dass ein Musikton war, nach 10 Minuten ging ich dann ans Pult und dann ging die Ouvertüre und dann ging das Stück los, hat er den Chor individuell geführt und hat diese Szene auch, ich war nicht bei allen Proben dabei, aber ich glaube, er hat allein eine ganze Woche lang mit 80 Mann Chor oder über 80 Mann Chor ohne Musik das probiert. Er hat gesagt, du musst dir den Film angucken, Amadeus, Harry Kupfer, weil ich keinen Zugang zu dieser Rolle fand. Justino war dieser durch die Welt springende, lustige und plötzlich sollte ich einen ganz strengen jüdischen Geistlichen, also einen Rabbiner darstellen. Das fiel mir so schwer, meine Hände und die Füße und überhaupt alles stillzuhalten. Das konnte ich nicht, wirklich nicht. Und da hat er gesagt, geh mal und guck dir den Film Amadeus an. Da ist so ein, eine Rolle, eine kleine Rolle, ein Beichtvater. Und der, so wie der das macht, so möchte ich das gerne. Also er kommt schon mit einer vorgefertigten Meinung. Und wir, die ein bisschen vorüben, nicht ein bisschen, sondern sehr heftig eigentlich vorarbeiten, kommen auch mit einer Gedanke. Und dann wird das die Hochzeit beider Gedanken, denn Harry Kupfer geht immer auf den jeweiligen Sänger ein. Er ist nie, wie kann man sagen, so, dass er diktiert. Er bittet, er fordert und eigentlich manches Mal, wenn du meinst, irgendetwas nicht tun zu können, macht er das so weit geschmackvoll und palpable, wie sagt man das so auf Deutsch? Also er macht das so, dass es schmackhaft wird, dass du sagst, ja, das ist richtig, das ist das, was eigentlich ich auch machen wollte, habe es aber noch nicht gewusst. Und Harry ist ja überhaupt für mich, abgesehen von seiner unglaublichen Professionalität und Musikalität, der absolute Weltmeister in der Behandlung des Chores.
Ich weiß noch zum Beispiel am Anfang, wie einige aus dem Chor gesagt haben, Gott, das werden so lange Proben und auch ein Harry Kupfer. Mir hatte man auch gesagt, oh Helen, du Arme. Ich muss dazu sagen, also die Vorbehalte gegen Harry Kupfer haben sich dann auch in Windeseile aufgelöst und wir sind also mit fliegenden Fahnen zu seinen Füßen gelegen. Jeder war begeistert von seiner Arbeit, weil er der eigentlich erste und fast einzige Regisseur ist und war, der den Chor individualisiert hat. Jeder Chorsänger auf der Bühne ist eine Individualität. Der steht zwar als in der Masse, aber genauso, wenn Sie also auf der Straße die Leute sehen, die sind zum Teil ja sogar uniform heutzutage angezogen. Jeder hat ein individuelles Gesicht. Jeder reagiert auf irgendeine Situation völlig anders. Und trotzdem, wenn Sie mit der Brennweite ein Stückchen weiter zurückgehen, hat man den Eindruck, das ist eine Masse. Und wenn man näher rangeht, sind das plötzlich Individualitäten, die auch manchmal getrieben von irgendeinem Ereignis plötzlich alle 200 von einer Straßenseite auf die andere stürmen und so weiter. Aber jeder stürmt anders. Er hat eine Kontrolle dann über dieses individuell gefühlte Kollektiv. Es ist ja nichts, wenn man als Regisseur nur, ich habe das auch mit den größten Namen erlebt, ja, dass irgendeiner dann auf die Bühne rennt in der Krönungsszene von Boris Godunow und dem sechsten Chortenor sagt, halten Sie doch den Kopf nicht so, sondern so. Ja? Völliger unprofessioneller Schwachsinn. Das ist einfach das Geheimnis, dass man zum Beispiel erstens mal die Leute individuell anspricht, dass man ihnen kleine Rollenvorgaben gibt und nicht bloß sagt, ihr seid Masse und ihr steht jetzt in der Ecke da und macht mal heil oder jubelt oder schwenkt mal die Arme oder hebt das Sektglas, sondern du bist der, du bist der, du bist der. In meiner Anfängerzeit habe ich das sogar so gemacht, da habe ich für jeden Chorsänger fast eine Familiengeschichte erfunden. Und ich selber war eine Köchin aus gutem Hause und die Wirren des Krieges hatten mich zusammengebracht mit einem, der auf dem Schwarzmarkt sein Geld verdiente und der hatte mich sozusagen schützend unter seine Fittiche genommen. Und mit dieser Individualität hat man dann dieses ganze Stück hinter sich, also gespielt, hinter sich gebracht und gespielt. Und das Faszinierende war, es war eine solche Spannung. Von jedem einzelnen Chormitglied hatte man das Gefühl, dort steht ein Weltklasse-Darsteller. Die Chorarbeit habe ich bei Felsenstein schon sehr bewundert und er auch. Übrigens, wir sind da kommen wir aus derselben Ecke. Auch sein Lehrer, den ich gut kannte, der Heinz Rückert, bei dem er studiert hat, der hat mit meinem Bruder zusammen die Händel-Festspiele in Halle gemacht in den 50er Jahren. Und der war auch schon ein Regisseur, der eigentlich in dieser Richtung des ja, realistischen Musiktheaters, wie das so das Schlagwort war. Kupfer hat dann das weitergeführt, die Chorarbeit weiterentwickelt und er konnte durch seine Ausstrahlung, seine Faszination, die Sie ja kennen, konnte er die Massen bewegen zu den unglaublichsten Dingen. Ich glaube, das ist ähnlich wie die Regisseure der Stummfilmzeit, so Murnau oder Lang, die hatten diese ähnlichen Suggestionen. Und er hat, ob er es bewusst gemacht hat oder nicht, das weiß ich gar nicht genau, er hat oft sehr ähnliche Resultate erzielt. Mich hat das oft erinnert an die Chorszenen, an die Filme, die frühen Filme. Aber ich glaube, es ist nicht mal Absicht. Obwohl er liebt Kino und wir haben darüber oft gesprochen. Allen Regisseuren, also begabten Regisseuren, traut man Skiki zu. Das Problem, und Tabarro auch, das Problem ist immer so Angelika. Und kriegt man dann nur edle, konventionelle Langeweile, pietistisch, katholizistisch, oder kommt da wirklich etwas Interessantes? Und das war für mich die eigentliche Überraschung im Trittico, wie Harry mit dem Stück, was ich ihm am wenigsten zugetraut hat, umgegangen ist. Nimm in der Fieber, fällt es in die Fesseln, die Tränen, die Kopf, die Lippen, die Fäden. Wo in einer Wiese, die
Ich wollte das Tritico immer machen, weil ich, die Schwester Angelika, da dachte ich immer, naja, so süßlicher katholischer Kitsch. Und den nehmen wir mit in Kauf. Ich habe dann entdeckt, wie gut das Stück ist und dass das gar nicht so ist, sondern dass das eine ganz traurige und menschlich tief anrührende, ganz ehrliche Sache ist, die also mit Katholizismus überhaupt nichts zu tun hat, sondern eher Kritik daran ist. Das heißt Tritico, also muss es was miteinander zu tun haben, die drei Stücke. Also nicht drei Ausstattungen, und da war der Hans Schaber noch natürlich wieder ganz clever und ganz großartig, sondern wie schafft man es, die drei unterschiedlichen Stücke in einem Bühnenbild zu spielen? Und das hat er geschafft mit den Schiebewagen, mit, dass es einmal quasi ein Szeneufer war, zum anderen war es das Kloster, aber als Gefängnis, und zum anderen war es diese Räuberhöhle von dem reichen Florentiner. Das Stück ist ja im Grunde genommen fast wie ein Ballettabend komponiert. Nicht? Das hat ja einen Rhythmus, wo man den Eindruck hat, die Ensemble, das ist ja fast nur Ensemble, die sind ja von dem Puccini eigentlich, wenn man könnte die Partitur so wie sie ist, man könnte sie grafisch umsetzen. Nicht? Und man hat eine unglaubliche Choreografie. Damals in Köln, nach der Generalprobe von Jennifer, im Zimmer von Michael Hampe, dem damaligen Intendanten, musste Harry vor mir niederknien und einen Schwur abgeben. Und ich habe ihm damals gesagt, schwör mir jetzt, dass du im Jahr nicht mehr als drei Stücke machst. Das hat er. Wir haben alle drumherum gestanden und gelacht. Ja. Aber das, was gerade angesprochen worden ist, die Krise der 90er Jahre, da hat Harry nicht drei Stücke, da hat er 12 Stücke oder 13 Stücke mit Wiederaufnahmen dort, 5 Tage Regieassistent dort und so weiter und so fort. Und das geht einfach nicht gut, das geht in die Substanz. Abgesehen davon, dass eben eine solche Überrepräsentanz, speziell in einer Stadt wie Berlin, sofort zu einem Gegenwind führt. Na, es gab eine richtige Front gegen ihn, und die gibt es ja auch heute noch. Nein, leergelaufen war er ganz bestimmt nicht. Es ist das passiert, was jedem schöpferischen Künstler passiert, dass er eine bestimmte Erzählweise, einen Stil entwickelt und den dann natürlich variiert, aber im Prinzip dabei bleibt. Das Gleiche können Sie bei großen Regisseuren wie Bob Wilson meinetwegen beurteilen, der sich seit 20 Jahren im Kreise dreht. Das ist bei Kupfer nicht der Fall. Da gibt es ja verschiedene Inszenierungen. Aber etwas von dieser Problematik ist natürlich auch bei Kupfer zu beobachten. Ja, Gott, das ist deren Meinung. Was interessiert mich das, wenn die Leute hingehen und finden es gut und lassen das? Die haben mich nie spüren lassen, dass sie mich satt haben. Ne? Und alles, wissen Sie, was in den letzten Jahren in der Berliner und sonstigen Presse geschrieben worden ist, das sollte man einfach abhaken. Hat mit Publikum und uns Theaterleuten nichts zu tun. Die Säulen eigentlich sind also schon Mozart und Wagner.
Es geht um das Versagen von Männern in dieser intriganten Welt, um die unerhörte Cleverness und Klugheit von Frauen. Also das sind alles so Themen, die dieses Umfeld in Mozarts Leben und auch die gesellschaftlichen Widersprüche irgendwo doch verarbeiten. Nicht unmittelbar widerspiegeln, aber verarbeiten. Und so geht das weiter, bis zur total aus den Fugen gegangenen Welt in Giovanni. Nicht, wo also die Welt von unten nach oben gekehrt ist, wo eben auch ein steinernen Gast eben etwas Versteinertes gegen einen Anarchisten steht. Ja, zumindest war das reizvoll, wie ich das angeboten gekriegt hatte, das zu überprüfen, ob man das machen kann. Und das habe ich dann gesehen, ein kreuzgescheites Textbuch, interessante Musik, die Gott sei Dank den Mozart nicht schlachtet, und eine Story, die doch sehr nah an, sagen wir mal, einer guten Biografie bleibt. In der Musicalform kann er eigentlich den Mozart viel besser herstellen, als wenn den Mozart man als eine Oper gäbe. Wer sollte für den Mozart eine Oper schreiben? Müsste er selber machen. Aber den haben wir nicht. Wen soll man fragen, wenn man sich selber nicht versteht? Wie kann man frei sein, wenn man seinen eigenen Schatten sehen geht? Das sind ja meist jüngere Leute, also es ist eine völlig andere Art von Sängern. Die singen, da sie mit Mikroport singen und tänzerisch ausgebildet sind, schauspielerisch ausgebildet sind und singen können, aber anders singen als ein Opernsänger, können sie die auf den Kopf stellen und die singen immer noch und spielen immer noch Theater. Also sie können alles machen. Und das ist natürlich für den Regisseur ein gefundenes Fressen. Es muss ja auch Show dabei sein. Nicht? Das Musical, und das ist überhaupt kein Makel oder dass man da die Nase rümpfen muss, ist Unterhaltungstheater. Unterhaltungstheater kann man gut machen und kann man schlecht machen. Und wenn man es gut macht, muss man seine Fantasie ausbeuten und da muss eben eine Ratte quieken, da muss was losgehen, ne? in dem Fall. Trotzdem kann man mit den Charakteren die Story ordnungsgemäß erzählen. Im ersten Ehejahr lässt sie der Kaiser viel allein. Was tut's, ihr Papagei hat immer für sie Zeit. Er macht ja nicht die Musicalwelt um der Musicalwelt willen, sondern er macht ja in der Musicalwelt die Leute, also zum Beispiel die Elisabeth. Das ist die Frau, die ihn interessiert, und das Umfeld dieser Frau, die ihn interessiert. Im zweiten Ehejahr kriegt sie ihr erstes Töchterlein und wird von ihrer Mutterpflichten prompt befreit. Wo ist meine Kleine? Ich nehme mich ihrer an. Ich will mein Kind wieder haben. Du siehst es dann und wann. Die erste Inszenierung, die ich von Harry Kupfer gesehen habe, war Der fliegende Holländer in Bayreuth. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 81. Und es war unglaublich beeindruckend, besonders die Art und Weise, wie er mit dem Chor umgegangen ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich das eines Tages es schaffen könnte, würde ich so gerne mal mit ihm arbeiten. Und dann kam Der Ring und wahrscheinlich hat er mit Wolfgang Wagner gesprochen darüber, dass er den gerne mit mir machen möchte. Und so bin ich gefragt worden und da war Der Ring unser erstes. Und die Arbeit war für mich also ein Schulbeispiel, wie das Verhältnis Dirigent-Regisseur laufen muss. Ich glaube, Wagner hat sich überhaupt Gedanken über den Zustand der Welt, der Weltentwicklung gemacht. Eigentlich ist es eine Weltkritik, die er in diesem Werk übt. Das heißt, auch zukünftige Epochen oder unsere eigene, in der wir heute leben, diese aufgespaltene Welt, all das lässt sich mit der Problematik oder der Behandlung der Problematik des Ringes treffen. Wissen Sie, Wagner erfordert immer das Maximum von allen, vom Musiker schon, Maximum Geschwindigkeit, Maximum Lautstärke, Maximum leises Spielen,
alles extrem. Deswegen ist es so wichtig für die Entwicklung von Sängern, Orchestermusiker, Darsteller, alles. Der Barenboim, der Daniel, ist ja im Grunde genommen eigentlich ein verkappter Regisseur. Der macht ja auch Klangregie oder versucht aus dem Klang heraus, aus den Strukturen, im Grunde genommen eigentlich Regie zu machen. Wenn er sagt, das schlickige, wie heißt das Ding? Wie gleite ich aus? Mit Händen und Füßen nicht passen, auch halte ich das schleckige Schlüpfer. Und pass auf, halte ich noch aus, das schleckige Schlüpfer. Da muss irgendwas mit den Beinen kommen und da macht der Hatschi, Hatschi und du lachst. Okay, machen wir die Stelle mal. Ne? Dass wir die... Und weg. Hier ist ja Übernahme des Bühnenbildkonzeptes von Berlin. Ich kann zwar da drin wieder alles neu machen, aber man ist natürlich an diese konzeptionelle Idee gebunden, sodass das also, sagen wir, nur eine Weiterarbeit ist an dem Berliner Ring. Es ist nicht derselbe, wird nicht derselbe, es sind ja andere Leute zum Teil, aber auch einige von Berlin sind mit drin. Aber es ist eine Weiterentwicklung, eine Weiterarbeit. Der Schritt von Bayreuth nach Berlin, der war schon größer, weil es musste ja was anderes sein. Uns war es leider ein bisschen zu dicht dran. Es hätte, wenn 5 Jahre später gewesen wäre, hätte man noch neuere angehen können. Aber im Grunde Bayreuth, die Straße der Geschichte, Tschernobyl im Nacken, nicht? Das war ja damals das Konzept. Und dass Menschen den Stern, auf dem wir selber leben, sich selbst also vernichten als Lebensbasis, ist auch dort die Grundlage gewesen und dass sie sogar mit Wonne und Wollust zusehen. Wenn du zurückgehst, habe ich hier keinen Platz mehr. Du musst nach vorne. Ja, so, nach vorne. Und jetzt pass auf, mach mal trocken, jetzt ohne Musik. Jetzt kriege ich dabei, du musst den immer behalten. Dein Stechen im Blick. Und Piano. Sag den Text. Pass auf, komm mal nochmal, dreh dich mal ruhig, wenn er dort ist, immer noch mehr so. Und pass auf, wenn er jetzt, also wenn er zuspringen will, tschack, bist du rum. Deine Krötengestalt, ja. Ja, dass man immer merkt, du bist ganz wachsam und jetzt, ich meine, das ist gefährlich, aber du bist schnell. Ich biete ihm mal meine Hinterseite an, na soll er kommen, komm, zack, rum. Und da kann er nicht. Und das müsste gerade sein, gerade so ein Moment, wo du zuspacken willst. Ja. Können wir das nochmal trocken machen? Also man kann ja sagen, gut, ich erfinde jedes Mal das Ding wieder neu und dann komme ich sofort in Krampf. Das ist uns zum Teil beim Ring ja, und das kann ich jetzt erst ausmerken, ist uns beim Ring auch passiert, nicht? Dass wir, also weil es zu nah an Bayreuth war, da gibt es krampfige Situationen, wo man dann überinszeniert und so weiter, bloß um was neu zu sehen. Da wird man erst gelassener, wenn die Entfernung größer ist. Und dann kann man das jetzt also wieder gerade biegen oder kann das neu machen. Und ich glaube, man soll da auch nicht, denn wenn ich was nehme, egal was die Presse dazu schreibt, ich bestehle mich ja selber nur. Oder nenne es nicht bestehlen, sondern ich entwickle mein eigenes Gedankengut weiter. Immer. Nach vorne.
Komm hier, nach hier. Und schnell rum. Ja, so ist es am besten. So ist es am besten. Denn, weißt du, dann ist es gar nicht so interessant, wie weit du weg bist, sondern da entwischt sie dir wieder. So, jetzt mit Musik. Das ist so wie zwei Hunde, die machen das so. Ich sehe das an meinem Hund immer. Wenn die sich da stehen, die sich so gegenüber. Zack. Siehst du, jetzt bist du mir auf die Spur gekommen. Ich habe zwei Hunden studiert. Du hast es. Also los. Für ihn gibt es nichts Schlimmeres, wenn man sich einfach versagt, wenn man einfach sagt, nein, das geht nicht oder so. Er will, dass man es versucht. Wenn man es dann nicht schafft, dann ist er immer bereit und flexibel, das zu verändern. Aber das ist das Wunderbare an ihm, dass er sich sofort auf einen einstellt. Du weißt ja nicht, wo das Gold liegt. Es sind ja nur Reflexe. Und deshalb, dass du wirklich konkret, dass du es suchst. Wo ist das? Wo ist das? Und da kannst du bis hier und ungefähr, wenn du hier bist, musst du das ungefähr in der Richtung entdecken. Und daraus kannst du mit völlig anderem... So, Freunde, und jetzt kommt der Fluch und dann klaue ich das Gold. Wollen wir das mal machen? Ja? Wenn wir an die gestrige Probe denken, die wir gemacht haben, nur so eine Geschichte, der Raub des Goldes, die Vorbereitung des Raubes des Goldes, dieses Gold suchen, das Gold wahrnehmen und dann tatsächlich der Wille zum Handeln, das Gold zu rauben. So. Warte nur zu, denn niemand da deinem Spiel. Wo ist das? Ja! Ja. Nee. Pass auf, und jetzt mach Folgendes, das ändern wir. Das war von dir jetzt, oh Gott, war jetzt von dir so gut, dass hier, da, mach das von hier. Ja. Gib mal einen Text. Bangt euch noch nicht gut an den Zahn, das ist gezücht. Weißt du, das muss gar nicht zu denen sein, sondern jetzt habe ich euch am Arsch. Und jetzt geht das los, jetzt bangt feuchtes Gezücht. Im Finstern könnt ihr rumbuhlen, denn ich werde. Und dann erst so. Das Licht lässt sich aus. Aus. Und so verfluche ich. Bam! Und dann den Fluch. Ich glaube, so ist es. Das ist gut, dass man wirklich erst mal merkt, da wir ja nicht konkret irgendwo das Gold haben. Da ist die Gewissheit, der hat es gesehen. Da hat er es gesehen. Und wenn du dich da umdrehst, so wie du es jetzt gemacht hast, Günther, und da sagt dann kriegt man oben mit, dass er. So, jetzt hat das. Ja, und daraus diese. Euch das gezücht. Und daraus, ja gut, ist okay. Ja. Man erfährt so ungeheuer viel über sich selbst im Stück, über das Stück selbst, über die Dramaturgie eines Stückes. Und das macht die Probenarbeit wirklich zu einem Krimi bei ihm. Ziehe da hinten noch Vorhänge oder irgendwas weg. War zu spät. Wer schreibt das aus Ihrem technischen Bad? Die Projektion sitzt die richtig? Hans, die sitzt doch zu hoch. Das müsste noch ein Feld tiefer sein. Ja, man sieht doch ja nicht, was das ist. Und dann ist der gespannt wie Arsch und Friedrich, diese Folie. Das kann man nicht machen.
das ist scheiße, dass das ein Parallelgang. Das war nie so mit der Freiheit, die ist zu spät. Die macht es zu lang. Dagegen hätte ich nichts. Verstehst du, sie muss bloß dann schnell, dass dann die Fricker hinten geht, dass die nicht genau parallel laufen. Jetzt auf Wotan. Jetzt kommt die Sonne. Jetzt seht ihr die Zinnen. Jetzt taucht die Burg auf. So, und jetzt ist... Ah! Wow! So, stopp mal. Pass auf, das ist das erste Timing. Ich bin der Meinung, dass man den Beruf eigentlich nicht lernen kann. Sondern man muss Fantasie haben, zum Beispiel, die ist unerlernbar, die kann man trainieren, aber die muss vorhanden sein. Dann muss man, wenn man Oper macht, meiner Meinung nach musikalisch sein, muss eine gewisse musikalische Bildung haben, die so weit geht, dass ich also eine Partitur, nee, ich muss die nicht spielen, ich muss die auch nicht hören können, das sind spezifische Begabungen, aber ich muss sie dechiffrieren können. Musikalische Strukturen erkennen, denn die haben ja immer in ihrer dialektischen Beziehung zum Text, bedeuten die ja was. Und da kriege ich schon was raus, was der Komponist vielleicht gemeint haben könnte, wie er den Satz interpretiert haben möchte. Das ist erstmal die Kenntnis des Werkes, die profunde Kenntnis des Werkes. Eine ganz große Musikalität, die also nicht nur mit Kenntnis erklärt werden kann, sondern das ist das Talent, die große Begabung, das Genie. Er braucht niemanden, der ihm die Musik erklärt, die dort gespielt wird, sondern für ihn ist Musik und Szene eine Einheit. Offensichtlich interessiert er sich primär für den Menschen und das menschliche Schicksal, die in den Opern eine große Rolle spielen. Und das Zweite ist, er hat doch immer für ein großes Maß von Sachlichkeit in der Regie auch gesorgt. Das ist scheiße, was die da spielen. Beide, die darf da nicht mit dem fummeln. Der darf überhaupt keinen Kontakt mit der haben. Der Blick mit Loge ist wichtig. Die versauen die ganze Spannung an der Stelle. Ich finde, man muss das Leben studieren, mit wachen Augen gehen. Also die schönsten Momente sind zum Beispiel auf dem Flughafen zu sitzen, die Leute zu beobachten oder auf dem Bahnhof oder im Zug. Wie die sich benehmen, wie die sich zum Beispiel auch mal in außergewöhnlichen Situationen, da lernt man das. Und da hat man zum Beispiel, wenn man genau beobachtet, wie hält er denn seinen Arm in der Situation? Wie isst er denn oder mampft sein Brötchen, was er sich gerade gekauft hat? Und da und xx solcher Beispiele, daran lernt man eine ganze Menge. Also Menschen beobachten und dann die Stücke, muss man Analyse betreiben, muss man lernen und die Zusammenhänge und dann muss man die Begabung haben und die ist eigentlich nicht erlernbar, über Psychologie, die man, sagen wir mal, erkennt einsetzt, indem man über psychologische Zusammenhänge der Stücke Bescheid weiß oder dass man die analysieren kann. Und dann, wie gehe ich mit Menschen um, die etwas tun müssen, was sie eigentlich vielleicht gar nicht wollen. Und ich ihnen den Willen des Stücks nicht meinen, da möchte ich mich gegen verwahren, sondern den Willen des Stücks, den Willen der Charaktere aufzwingen muss. Und jetzt, wenn der vollendet, das ewige Werk, und da wäre eben auch mal schön, dass deine Beziehung zur Freier, wobei er sagt, du, ich denke schon, wir müssen wieder auf das Thema kommen. Ja. Nimm das ruhig mit, aber schön ist, wenn die für den Moment völlig isoliert ist bei der Geschichte. Das war gut jetzt von euch. Lasst euch Zeit, aber den Blick mal miteinander und so weiter dabei zu haben. Können wir direkt anfangen von Vollendet das ewige Werk? Oder Sie müssen sich ihn so vorstellen auf der Probe, da sitzt ein 8-jähriger Junge im Kino und sieht einen russischen Märchenfilm, die schöne Vasilissa, und strahlt und im Gesicht spielt sich alles ab, was er auf der Leinwand sieht. Und das war für mich die Kontrolle. Wenn ich immer so gespürt habe, dann habe ich ihn beobachtet und wenn sein Gesicht entspannt war und er so mitgegangen ist, dann wusste ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich habe genau gesehen, wenn das Gesicht verkrampft war und er so böse geguckt hat, hier stimmt was nicht. Ja, und Juba, jetzt bist du da. Das sind die verrückt. Die denken nicht. Und ja, Juba, das ist gut.
nochmal. Wissen Sie, so wie ich glaube zu verstehen, dass für ihn bei seinen Inszenierungen die menschlichen Schicksale vollkommen im Mittelpunkt stehen, so kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es einen solchen Unterschied sozusagen zwischen dem Profi Harry Kupfer auf der Bühne einerseits und dem normalen Menschen auf der anderen. Nein, das eine speist das andere. Er ist total besessen von der Arbeit. Nicht? Er ist mit seiner Arbeit verheiratet, nicht nur mit seiner Frau. Dort in Paris. Ja, das war der Grund, warum mein Sinnen sofort diese Wohnung annahm. Sie hat den Vorteil, es sollten zwei Wohnungen sein und sie hat zwei Teile. Sie hat hier einen Teil, sie hat dort einen Teil. So, das ist sein Reich, das ist mein Reich. Und wenn wir das Gefühl haben und die Empfindung, es muss jeder für sich sein, der ist eben für sich. Haben wir aber selten. Ich hocke bei ihm, er hockt bei mir. Wenn er nicht inszeniert, dann nutzt er seine Zeit, um zu träumen, zu spinnen, Bücher zu lesen, zu die er sonst nicht gekommen ist. Oder eben mich auch mal mit meiner Tochter oder mit meiner Frau zu beschäftigen, mal mit der gemeinsam was zu unternehmen, was nicht mit dem Theater zu tun hat. Und in Barcelona bin ich bis jetzt noch nicht viel dazu gekommen, für mich selbst zu sein. Denn also hier tagsüber ist man also doch im Theater. Und ansonsten dann einfach die Stadt angucken und das Leben hier zur Kenntnis zu nehmen, nicht? Man kann doch hier stundenlang durch die Straßen gehen, möglichst ohne Orientierung. Irgendwo kommt man schon raus, wo man sich wieder zurechtfindet. Aber diese herrlichen kleinen Gassen, und so, da fühlt man sich wie in einer anderen Zeit. Und ich habe mir selber geschworen, wenn ich merke, dass Fantasie nachlässt, dass Kraft nachlässt, dass ich nicht eine Chorprobe mehr von 3 Stunden, ohne mich hinzusetzen und auszuruhen, mit dem Chor überstehe in vollem Power, dann höre ich auf. Jetzt. Ja, und die Türen auch. Jetzt schon, wenn die fahren. Bis dahin sind die Türen zu. Ja. Nein, beides. Jetzt schließen hinten. Und jetzt kommt der Vorhang dazu. Doch, ja. Macht er doch. Ist doch noch viel Zeit. Der holt die nicht ab vom Bordkasten. Ach so. Aus der Gasse gehen. Und jetzt. Oh, das hinten ist beschissenes Licht. Und jetzt erst zu. Mit dem Abschlag. Warum mit dem Abschlag?